Google hat im Grunde nur drei Positionen über den Suchergebnissen. Da sind die AdWords. Ja, eine davon können Sie kaufen. Da können Sie sich eben einkaufen mit Werbebudget bei Google. Und das ist eine ganz, ganz gute Sache, weil Sie dann nämlich relevante Besucher, also Leute, die Sie haben möchten, Leute, die zu Ihnen kompatibel sind, einkaufen können. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Man muss sich das vergegenwärtigen, dass wenn man Werbung macht im Anwaltsbereich, man auf eine Sache angewiesen ist, nämlich auf einen Mandanten mit einem Sachverhalt, der zu mir passt. Ja? Wenn ich in einer glücklichen Ehe lebe, brauche ich keinen Anwalt für Familienrecht. Der kann mir die beste Scheidung anbieten, der kann die sogar kostenlos anbieten, der kann die anpreisen, wie ich will. Ich bin zu der Dienstleistung dieses Familienrechtsanwalts, dieses Scheidungsanwalts nicht kompatibel. Das heißt, der Scheidungsanwalt, sein oberstes Ziel ist es, dass seine Werbung nur gezeigt wird für Leute, die einen Sachverhalt mitbringen, den er bearbeiten kann. Ja, und der erste Schritt ist eben, deshalb habe ich gesagt, was sind das für Leute, wenn wir jetzt an die Scheidung denken, was suchen die? Die suchen natürlich Scheidung, Scheidungsanwalt, Scheidungsanwalt auch in Kombination mit Stadt, aber auch gewisse Probleme, ja, wie zum Beispiel, wie es ist mit den Kindern, mit den Immobilien nach Scheidung, mit der Firma und so weiter. Und auf diese Suchbegriffe können Sie AdWords buchen. Das heißt, wenn jemand also Anwaltsscheidung Köln sucht, ja, können Sie mit Ihrer AdWords-Anzeige oben stehen. Die Anzeige erscheint sofort. Das ist anders, als wenn Sie eine Inhalte ins Internet einstellen. Dann braucht Google eine Zeit lang, um die zu verarbeiten, damit die im Index sind, damit die ranken. Und dann ist es auch Google überlassen, wie schnell und wie weit oben die sind. Aber bei AdWords können Sie sich direkt einkaufen. Wenn der Mandant darauf klickt, kommt er auf eine spezielle Seite, die Sie einstellen. Dann landet er auf der Landeseite. Das heißt, das sollte eine Seite sein, die Sie auch bestimmen können und die Sie bestimmen müssen, wo auch dem Mandanten dargelegt wird, was sein Vorteil ist, genau Sie zu kontaktieren. Und das Ganze kann man tracken. Es gibt verschiedene Mechanismen, die im Hintergrund laufen, die also diese Werbung nachvollziehbar machen. Heißt, wie viele habe ich investiert, wie viele Leute haben geklickt, wie viele angerufen, wie viele Mandate sind rausgekommen. Ja, und so können wir auch die Keywords testen, damit wir später, wenn wir Inhalte erstellen, auch nur Inhalte erstellen, die nachher uns den Strom für an Mandanten bringen und nicht einfach so Leute. Dann gibt es das Google Display Netzwerk. Das ist vielen also nicht bewusst, dass AdWords nicht nur bei der Google-Suche geschaltet werden, sondern auch auf 90% der Internetseiten in Deutschland. Das heißt, Banner auf Seiten von Spiegel Online, selten zugegebenermaßen, bis in Nischenforen, Autofahrerforen, vielleicht für die Verkehrsrechtler, Familienforen, Anglerforen, was weiß ich. Und da kann man auch noch über Google Werbung schalten, gezielt platzieren. Da gibt es auch einen ganz, ganz simplen Editor. Wichtig ist auch immer, wenn Sie Google Werbung machen mit AdWords, dass Sie die Leute, die Sie eingekauft haben, und so ein Klick kostet, wenn ich es einfach mal in den Raum frage, Anwalt Arbeitsrecht Köln, damit jemand auf meine Anzeige klickt, was kostet das bei Google? Was denken Sie? Wer hat eine Idee? Haben Sie eine Idee? Bei einer sehr guten Kampagne könnte das durchaus unter Umständen sein, eher 5 bis 7. Im Bereich Online-Scheidung gehen die Klicks ab 12 Euro, ein einzelner Klick. Wenn Sie bei einer guten Seite eine Konversion erzielen von 10%, das heißt also 10% der Besucher werden konvertiert zu Anrufen, brauchen Sie dann 120 Euro für einen Anruf. Und wenn Sie dann am Telefon jeder zweite bei Ihnen mandatiert, ja, haben Sie mit 240 Euro ein Scheidungsmandat, was durchaus lukrativ ist. Insbesondere bei so einvernehmlichen Sachen habe ich mir sagen lassen, dass die Leute da für einen Schriftsatz dann eben vierstellig abrechnen. Aber Sie sehen, der Wettbewerb, der ist auch enorm hoch. Die Zeit, wo man eben relevante Klicks kaufen könnte für ein paar Cent, wie Google es einem verspricht, ist vorbei. Wichtig ist auch, wie gesagt, selbst bei guten Seiten werden die meisten Sie nicht kontaktieren. Deshalb muss man natürlich schauen, wie verfährt man mit denen. Da gibt es das sogenannte Remarketing. Hier jetzt ein Beispiel aus der Modebranche. Das heißt, wenn jemand also auf meiner Seite ist, kann ich ihm ein Cookie setzen, damit er auf allen Drittseiten, und das haben Sie schon mal gemerkt, meine Werbung sieht und dann nochmal auf meine Seite zurückgeholt wird. Ja, denn Studien besagen, nur jeder Zehnte kauft beim ersten Klick. Wenn er aber zwei, dreimal auf Ihrer Seite gewesen ist, Vertrauen gefasst hat, steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit. Sie kennen das bei Amazon oder bei Zalando, mal irgendwas angeschaut oder in den Warenkorb gelegt, verfolgt Sie diese Artikel über das ganze Internet. Das können Sie auch mit den
Mandanten so machen, dass wenn also jemand auf ihrer Seite gewesen ist, wenn jetzt also jemand hier auf der Arbeitsrechtsseite gewesen ist, dass er dann auf Drittseiten, zum Beispiel bei 123recht.net, ihre Banner bekommt oder ihre Textwerbung. Und ein kleines Geheimnis ist, die Klicks davon kosten teilweise nur ein Zehntel dessen, was die Klicks in den Suchergebnissen kosten. Und mittlerweile, ab diesem Jahr, gibt es auch Remarketing for Search. Das heißt, auch in den Google-Suchergebnissen haben Sie vielleicht schon mal gesehen, dass Anzeigen bei einer Suche kommen, die sich auf etwas beziehen, was Sie vorher gesucht haben. Das ist genau dieses Remarketing. Das heißt, auch wenn jetzt ein Mandant mit Anwaltkündigung Köln bei Ihnen auf der Seite gewesen ist und dann noch weitere Suchen tätigt, ja, kommen Sie sowohl auf Drittseiten als auch bei Google durch das Remarketing immer wieder hervor und können ihn dann noch zum Seitenbesuch und zur Konversion bringen. Der Grundsatz von AdWords ist eine Auktion. Ich biete also einen Maximalbetrag, wie viel bin ich bereit auszugeben, sage ich mal 5 Euro pro Klick. Und wenn ich über den anderen geboten habe, dann steht meine Anzeige am weitesten oben. Ja, dann der mit 4 Euro steht noch da und der mit 3 Euro und alle anderen stehen rechts oder unter ferner liefen oder gar nicht. Ja, das ist das Grundprinzip. Ja, dann könnten aber natürlich reiche Leute das Internet zuspammen und die anderen einfach rausbieten. Dann würden die Nutzer sehen, dass es nichts bringt, auf Anzeigen zu klicken. Deshalb hat Google diesen Qualitätsfaktor eingeführt. Ja, das heißt, die Anzeigenplatzierung berechnet sich aus dem maximalen Gebot, dem CPC, dem Cost per Klick, wie viel bin ich bereit auszugeben für einen Klick, für einen Besucher, mal dem Qualitätsfaktor. Und der Qualitätsfaktor, das ist, wie relevant ist diese Seite zu meiner Suche. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt also, wenn beide einbuchen auf Rechtsanwaltkündigung Köln und Sie kommen aus Köln und ein Kollege kommt aus Düsseldorf und seine ganze Seite, da geht es nur um Düsseldorf, da ist eine Map eingebunden aus Düsseldorf und Google sieht das, dann ist natürlich sein Qualitätsfaktor viel geringer, ja, weil es eine lokale Suche ist und dann kann es auch sein, dass Sie mit einem geringeren Budget über dem Kollegen stehen. Ja, und deshalb ist das auch so, dass wir zum Beispiel, wenn wir Landeseiten machen, machen wir immer Texte von etwa 700 Wörter da drauf, ja, damit auch Google sieht, dass da etwas zur Kündigung steht und auch zu den verwandten Suchbegriffen, damit der Qualitätsfaktor entsprechend hoch ist, damit Sie auch die Auktion leichter gewinnen. Das ist sehr, sehr wichtig. Dieser Kampf um den Qualitätsfaktor, der ist sehr, sehr hart. Wir haben ja gesehen, nur 34% der Anwälte kümmern sich vielleicht laut der Umfrage überhaupt um solche Sachen. Aber auch bei den AdWords gibt es eine ungeheimliche Inflation, ja, geschätzt, sage ich mal, etwa 30% pro Jahr. Das heißt, wenn es jetzt 5 Euro kostet, ja, kostet der Klick vielleicht in einem Jahr schon 7 Euro, weil immer mehr Kollegen mitbieten, aber es lohnt sich ja. Ist das denn offengelegt, wie jetzt gerade, sagen wir mal, der maximale Preis für den obersten Klick? Klar. Also es gibt ein Tool, da kann man ungefähre Schätzungen abrufen, da geht man Wörter ein und sieht, wie viele Leute danach suchen, was der Klick ungefähr kostet. Das haben wir im zweiten Vortrag und natürlich, wenn Sie bieten, dann sehen Sie ja, ich habe 5 Euro geboten und ich wurde im Durchschnitt geklickt für 4,33 Euro. Das können Sie dann schon sehen. Ja, aber wenn Sie eine Kampagne vorbereiten, ja, und sich überlegen, was suchen meine Mandanten, ja, was könnte Sie interessieren? Können Sie tatsächlich dann die Suchvolumina sehen, wie viele Leute in Ihrer Region das monatlich suchen, was der Klick kostet? Und wenn Sie dann sagen, dass Sie eine Konversion haben zwischen 5% und 10% im Schnitt auf den Landeseiten, müssen Sie halt eben die Klicks mal 10 rechnen oder mal 20, um einen Besucher, ja, zu generieren. Und dann können Sie ungefähr ausrechnen, wie viel Budget Sie brauchen, um, sage ich mal, 10 Leute zu bekommen im Monat, die bei Ihnen anrufen.